So. So, hallo erstmal. Hallihallo. Also, wir sind ja unterwegs gewesen, wie ihr ja schon mitbekommen hattet. Und waren ja bei Obelink. Was? Na, du nicht, oder was? Nein. Also, wir sind ja eigentlich speziell wegen einer Kühlbox dahin. Also, wir wollten uns ja eine Kühlbox holen. Was sie auch Und getan haben. ja, haben wir ja auch gemacht. So, und die wollten wir euch jetzt auch mal vorstellen, weil das ist ganz interessant für den einen oder anderen, weil Es wir ging ja. darum, wir hatten Kriterien gehabt, was für eine Kühlbox wir haben wollen. Wir wollen damit gefrostete Sachen transportieren oder selber mit einfrieren. Das heißt, wir brauchen halt eine Sache, die nicht, wie man immer sagt, so 20 Grad unter Umgebungstemperatur, sondern die auch auf minus 20 Grad runterkühlt. Weil da gibt es immer diese kleinen, feinen Unterschiede. Da muss man sich auch wieder belesen Genau. und bemachen und betonen, dass man sagt, diese 20 Grad unter Umgebungstemperatur hat man 30 Grad draußen. Ist die Kiste auf 10 Grad plus, also war es für uns nicht relevant gewesen. Also haben wir weiter recherchiert und geguckt und gemacht und getan, haben mehrere Kühlboxenhersteller uns angeguckt, aber für uns war auch wichtig gewesen, dass wir die Box im Auto gut verstauen können, da wir einen Kastenwagen haben mit 6,40 Meter und wir auch jederzeit ran wollen an dieses ganze War Gerät. es Für uns halt wichtig, dass wir die Kühlbox in unser Lastenauszugssystem genau. verstauen können. Und dadurch können wir auch halt von innen durch, da wir unser Fahrzeug auch nochmal von innen leicht verändert haben, von innen könnten wir dann auch ran. Also, ja. Also wir wollen das eben so haben, dass die Kühlbox eben genau wie so eine Eurobox raufgestapelt werden kann auf das Schienensystem sozusagen und dass man dann vielleicht auch durchaus, wir haben uns das ja hier ein bisschen umgebaut im Auto, wir haben uns ja auch noch die Trittstufe, die im Pössl Rotcruiser mit drin ist, die haben wir rausgenommen und René hat dann ganz toll, zeige ich euch mal, wartet mal, ums Eck rum. Oh ja, hier ist die Kühlbox, Schatz. Ja, Schatz. Die solltest du vielleicht. Leise schon leise. Hör auf damit, du böser Mann. So. Und wir haben uns hier, oder René hat uns hier quasi eine einfache Trittstufe gebaut, die man einem auch so öffnen kann. Ne? Oh, ist ein bisschen dunkel jetzt hier. Ich mach mal Licht an. So, dann Da kann man noch mehrere andere Sachen drin verstauen. Aber der Pössl Rotcruiser hat ja normalerweise hier so zwei solche Stufen und auch mit Schubläden so drin. Aber das haben wir eben, nicht Schubläden, Staufächer. mit Staufächern, genau. Das haben wir eben nicht, also haben wir nicht mehr, sondern nur noch eine Trittstufe und die reicht doch vollkommen aus. So, und wenn man jetzt So kann man die auch von vorne nach hinten Kühlbox, durchgreifen. genau, kann man jetzt hier auch Sachen laden, ne? Also so längere Sachen. Ja. Und dann können wir hier die Kühlbox so schön hinmachen. Und dann kann man auch von innen an die Kühlbox, ne, Schatz? Denke ich mal, wir haben es noch nicht probiert. Ne, wir haben es ja noch nicht probiert, Also, ich habe genau. es schon probiert, aber nicht in Benutzung gehabt. Genau. Na gut, also wir zeigen euch das mal. Die zeigen euch jetzt mal die Kühlbox. Also, ja, hier ist das Auszugssystem, was René eingebaut hat. Also, nehmen wir einfach mal nur die normale Kühlbox Genau. mit Die, 30 Liter Fassungsvermögen, genau. wo man den Anschlag wechseln kann. Was ist denn jetzt? Ich bin auch sehr falsch rum jetzt. Das war für einen typisch. Sie hat halt auch ein Gewicht von 12 Kilo, was man nicht unterschätzen sollte. Und ist halt einfach, ohne irgendwelche Gitterboxen, ohne irgendwas. Aber man muss dazu sagen, wir haben dafür 222 Euro bezahlt. Was? 222, waren das Ja. 222? Einmal 232 ist Also ich irgendwie. weiß nicht, ich glaube 230. Ja, man muss es Ja. direkt vor Ort wieder Und da steht abgeben. jetzt Homatic. Ja. Jetzt im Shop wird die angeboten, 40 Liter.
direkt, da steht dann direkt auf der Box steht dann Obelink drauf. Also ich denke mal, Obelink hat sich diese Box wahrscheinlich, Patentieren naja, lassen, wie schützen Patent lassen. oder für sich selbst sozusagen als Marke schützen lassen oder was weiß ich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist sie jetzt auch im Handel da, also erhältlich. Nur leider jetzt die 50-Liter-Box und die 30-Liter-Box, die kriegt man nicht. Also die ist nicht vorrätig. Die 40-Liter-Box, die ist auch vorhanden und ich kann jetzt auch noch mal ganz genau sagen, Aber auch welche. nochmal ein Tipp für euch alle jetzt, wenn ihr hinfahrt und euch so eine Geräte kauft, probiert sie vor Ort aus, weil wir haben sie gekauft, sind mit nach Hause gefahren und es war ganz schön laut, weil offiziell sind das nur Kannst 42 du, Dezibel. könntest du die jetzt anmachen? Dann müsste ich jetzt, ich habe noch keinen Stromkabel da hinten verlegt, also ich habe jetzt hier nichts Weil dann verlegt, also ich könnte kann sie man jetzt das noch, ja ich mal. kann sie jetzt nicht anmachen, weil ich kein Stromkabel, dann müsste ich da vorne hingehen und das da vorne jetzt anschließen, damit du die Geräusche hören willst. Ja. Könnte ich machen, aber Gebirgsleerkuh. Nee, warum machst du das denn nicht? Hast Husten? Ja, nein, dass man mal den Geräuschpegel Können wir ja gleich machen. mitbekommt. Aber testet es vor Ort, weil, wie gesagt, Also bei ich uns halte ist mal mein das. Mikro da ran. Ja, also ich finde, das ist jetzt nicht, das kann man gut ertragen, wenn die unterm, Alle ja, Kompressorsachen die machen, ja, machen die machen Geräusche. nun mal Geräusche, genau, die machen nun mal Geräusche. Also das finde ich jetzt nicht schlimm, Wir haben also Arbeits vorher haben wir war schon angeschaut und haben es halt gerichtet, dass der Geräuschpegel dann halt ja, nicht jetzt, mehr, weil die ist jetzt, erst war sie so richtig doll laut, so, also beim da, Lüfterrad hat ihn beteiligt und das war halt ein Millimeterspiel. ja. Und probiert es vor Ort aus, wenn, wie gesagt, wir werden es bestimmt machen bei Obelink. Aber jetzt sind wir mit dem Geräuschpegel sehr zufrieden. Sie kühlt auch, weil laut unseren Sachen, die wir jetzt recherchiert haben zu Hause, wo wir probiert haben, innerhalb von einer halben Stunde war sie auf minus 20 Grad runter. Also Das von finde ich, nichts ist auf schon null, das richtig war cool, ja. schon eine gute Zeit. Über 12 Volt, also wir haben es über die Powerbank laufen Über die lassen. EcoFlow, ja. Ich muss jetzt nicht EcoFlow sagen, es gibt noch andere Powerbanks, weil. Ja, na klar, gibt es auch andere, aber wir haben eben die Wir sind EcoFlow. hier kein Werbesender, Nein, nein. wollte ich noch übrigens dazu sagen, ne? Also das ist jetzt hier Das ist ja alles nur in keine, eigener Sache. ja, Das das ist ist nur. jetzt nur, um euch zu zeigen, dass es eben auch gut und günstig geht, sagen wir mal so. Also ich sag mal, Deswegen, man. wie gesagt, der Lastenauszug. Und damit die Kiste hier reinpasst, weil, wie gesagt, Ladungssicherung geht uns alle an, sind bei uns die Sachen trotzdem gesichert, weil. Wie gesagt, es ist halt ein Muss, Ladungssicherung. Also auch für jeden anderen Fahrer, denkt dran, Ladungssicherung ist das A und O. Und jetzt nur so für euch zum Verständnis, wie die Box halt gesichert ist. Dann Ja, würde das die ist doch andere gut. Box hier raufkommen, auch den Gurt verlängern, sichern. Und somit hat man halt die Möglichkeit, beides zu Mach mal nutzen hinten und durch, dann gucke ich mal, wie ich das da. die machen wir hinten durch, dass ich durchfahren kann. Naja, die. Richtig, dass ich da hinten rankomme. Na schön, jetzt ist ja das Ding davor. Ja, den kann man ja lösen, den Gurt. Wie löse ich den? Ich komme nicht rein, ich bin zu fett. Schatzi, krabbelst ja da durch. Ja, Ja, und dann kann man schön, ja, jetzt ein Gut, bisschen dass ich dunkel halt. jetzt hier. Warum ist denn die Lampe nicht an? Oh, du bist eine dusselige Kuh, Mann. Na, Du wir haben doch bist so so. eine schöne Lampe. Ja, und nun ist hier der Zeller. So, ja, viel heller, viel schöner. So, und Ja, man könnte jetzt von innen, wenn man ja, Spaß wenn dran man jetzt hatte, so, nicht ja, von drinnen, man muss muss man nicht nicht unbedingt den nach Kofferraum draußen. aufmachen, sondern man kann es alles von innen lösen. Jetzt, Schatz, stell doch mal eine Flasche Bier da rein. Ja, ich kann nur draußen machen. Okay, ich komme wieder raus. Was ja ganz doll wichtig ist, was ja gleich direkt noch vor dem Fisch kommt eigentlich. Wenn wir Fisch, Erstmal ja, Getränke. Getränke, So, genau. wir nehmen jetzt mal eine 1,5 Liter Flasche. Die können wir leider nur hinstellen, wäre sie zu hoch. Aber man kann sie legen, passt bequem rein. Siehst du das? Ja, Du machst die Augen auf. hab ich drauf. Und viel wichtiger ist, davon kriegt man vielleicht so, steht auf der Kiste drauf, ich glaube 12 Flaschen oder sowas, Ja, ich rein. würde mal jetzt behaupten, sechs.
gewesen, ja. 6, vielleicht 9. Naja, gut, ja. Aber das Wichtigste ist halt... Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Man kann Bierflaschen hochkant reinstellen. Und es geht alles zu. Genau, das ist ja erstmal wichtig, ne? Also ich weiß nicht, wie viel davon reinpassen, aber gut, wir... Ja, also okay. Passen ein paar rein. Also ja, ja, ja. Also auch wenn man mal draußen eine Gartenparty oder was, kann man die auch schön, kann man schön mal die Getränke kühl stellen. Ja. So, dann haben wir das eigentlich soweit geklärt, wie es für uns der Nutzen ist. Und sie wird nicht immer mit auf Reisen sein, sondern nur ja. In speziellen... Achso, ich habe noch die Maße. Genau. Und richte auf den Hotspot. Der Hotspot, ja. Also... der Inhalt 30 Liter, die Höhe 37,2 cm, die Länge 60,8, die Breite 36,5. Also optimal für so einen Schwerlastauszug. Blenden wir auf. Schwerlastauszug, der für Euro. Genau. Gesamtgewicht 12 Kilo. Ja. Und Temperaturbereich bei 230 Volt. Plus 20 Grad bis minus 20 Grad. Temperaturbereich bei 12 Volt, plus 20 bis minus 20 Grad. Also nimmt sich nicht. Nee. Also so. Laut Internet nur ein halbes Kilo schwerer ist. Ja. Laut Internet, laut Obelink-Seite, also man kann die ja auch online bestellen. Also die damals Dinge nicht online, wo wir die gekauft haben? Nee, damals nicht. Nee, da... Wir haben auch den Nachteil, also die hat auch gleich zu uns gesagt, die Verkäuferin dort, dass ja, wir auch dann in den Markt kommen müssen, wenn jetzt irgendwas nicht stimmt mit dem Gerät. Ja. Ihr seht da mal, wie René jetzt sein Packsystem so hat. Wie er das so macht. Also packen ist immer ganz wichtig bei René. Packen. Auch wenn man an der Kasse steht, man darf bloß nicht den Wagen auspacken. Weil er hat dann immer ein ganz bestimmtes System. Nee. Was ist da mit der Flasche genau? Ja, weil sie ist nicht dafür gedacht, dass sie permanent im Auto ist. Okay, dann hole ich sie mal schnell, oder? Wo ist das? Ja, wir können es auch drinnen machen und... Okay, also dann sind wir gleich mal drinnen in unserem... Ja, ihr wollt wieder in Urlaub, war Daisy? Ja. Na gut. Schatz, haben wir erstmal alles gesagt, ne? Wenn jemand da irgendwelche Fragen dazu hat, kann er uns gerne schreiben, aber eigentlich, ja, wie gesagt, Obelink, da ist die erhältlich auf der Seite, auch online. Oder eben direkt da vor Ort. Muss man eigentlich auch mal hin, wenn man Camper ist. War, Schatz? Ja, aber wie gesagt. Leute, dann war es das gewesen. Das erstmal jetzt von uns. Genau, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Ne? Bis bald irgendwann. Und dann stellen wir wieder ein neues Video rein. Ne? Genau. Und falls jemand Interesse an einer Roomtour hat, könnt ihr auch reinschreiben. Ja, wir haben auch noch ein paar Veränderungen so mit Lichtleiste und so gemacht. Also wenn wir Weil ambiente Licht wollte meine Frau nicht, so wie der Händler mir es damals gesagt hat, mach den Gasherd an, dann hast du ambiente Licht. Ja, genau. Und da der Pössl ja nicht unbedingt eine ambiente Beleuchtung hat, haben wir es auch nachgerüstet. Aber das können wir euch gerne mal zeigen. Genau, das können wir euch mal zeigen. Und da haben wir ein paar Finessen noch verändert. Ja. Ja, mal mit der Kuschelkiste auf meinem Sitz zum Beispiel. Am Arsch. Na gut. Also dann, bis bald und ja, wir hören wieder voneinander. Ciao, ciao. René. Tschüss, tschüss.